Hallo meine Lieben, wie die NASA nun bestätigt hat, wird der Asteroid Bennu zur großen Gefahr. Gehörte er schon seit Jahren zu einer der gefährlichsten Asteroiden, ist nach neuesten Berechnungen der Einschlag auf unserer Erde um ein Vielfaches wahrscheinlicher als bisher angenommen. Unaufhaltsam rast er in Richtung Erde, unsere Heimat. Was wir jetzt tun können, wie unglaublich groß dieser ist und ob und wie wir ihn aufhalten können, erfahrt ihr nach dem Intro. Houston, wir haben ein Problem. Dieser berühmte Spruch aus den Ereignissen rund um den missglückten Apollo 13 Mondflug trifft es wohl am besten. Und so wird der gefährliche Asteroid Bennu zufällig auch den Asteroidenarten des Apollo-Typs zugeordnet. 101955, oder besser bekannt unter eben seiner Bezeichnung Bennu, rast mit 27,75 Kilometern die Sekunde immer wieder an uns vorbei, also mit knapp 100.000 Stundenkilometern. Wenn so ein Geschoss auf die Erde trifft, ist dies beunruhigend genug. Doch Bennu ist dabei auch noch einen halben Kilometer groß. Mit seinem Gesamtgewicht von rund 60 Millionen Tonnen würde dieser bei Einschlag einen verheerenden Schaden an unserer Erde hinterlassen. Die Oberfläche der Erde würde verwüstet und sollte Bennu mit der Erde kollidieren, verursache dieser einen Krater mit dem 10- bis 20-fachen Durchmesser seiner eigenen Größe. So Lindley Johnson, Leiter für den NASA-Bereich der planetaren Verteidigung. Der Krater selbst wäre dabei noch das kleinste Problem, denn der zerstörte Bereich sei um ein Hundertfaches größer als der eigentliche Krater. Kein Wunder also, dass die amerikanische Weltraumbehörde ihn als einen der gefährlichsten Objekte im All einstuft. Hieß es bisher, dass die Wahrscheinlichkeit dieses katastrophalen Einschlags nur bei etwa 1 zu 2700 läge, hat sich dies nun wesentlich geändert. Die neuesten Berechnungen sind wohl der NASA-Sonde OSIRIS-REx zu verdanken. Die Raumsonde startete am 8. September 2016 und sollte mehr Informationen über Bennu sammeln. Auch Gesteinsproben vom Kometen selbst sollen durch sie bis zum Jahr 2023 erfolgen. Am gefährlichen Himmelsobjekt angekommen ist sie bereits. Das war am 3. Dezember 2018. Am 31. Dezember 2018 trat die Sonde schließlich in den Orbit ein und kartierte Bennu in etwa 1,75 Kilometern Höhe. Auf Grundlage dieser neuen Daten erhöhte sich nun bei einer neuen Bekanntgabe durch die NASA seine Einschlagswahrscheinlichkeit auf der Erde. Das Himmelsobjekt, das seinem Namen, dem altägyptischen Totengott Bennu, verdankt, wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1750 gehandelt. Und das nicht irgendwann, sondern diese recht hohe Wahrscheinlichkeit gilt für eine Kollision innerhalb einer Zeitspanne der nächsten 200 Jahre. Doch ob ein Einschlag nicht noch sehr viel früher geschehen könnte, ist und bleibt ungewiss. Denn es gibt ein massives Problem bei den Berechnungen. Anfang 2019 gab es bei der Überwachung durch die Sonde OSIRIS-REx nämlich ein beängstigendes Zwischenergebnis. Bennu verliert Masse. In mehreren Schüben strömten bis zu 10 cm große Teilchen, manchmal mehrere hundert gleichzeitig, vom Asteroiden weg. Jetzt würde man auf den ersten Blick denken, je weniger Masse er besitzt, desto besser für uns. Schließlich wird er immer kleiner und ein kleinerer Asteroid verursacht auch kleineren Schaden bei einem Impact auf der Erde. Doch die Teilchen, die Bennu verliert, fallen zumeist wieder auf ihn zurück und vor allem wird bei diesem Prozess jedes Mal seine Umlaufbahn geändert. Ein unberechenbarer Prozess, der ihn immer wieder von seiner ursprünglichen Bahn ablenkt. Und liegt heute die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 1750, könnte ein genügend großer Abstoß seiner Masse in einem genügend großen Abstand zur Erde einen Kollisionskurs mit unserer Heimat bedeuten. Aber sind wir vorbereitet, wenn dies wirklich geschehen sollte? Gibt es einen Notfallplan? Die NASA und die ESA haben erst Anfang des Jahres genauso ein Szenario durchgespielt. Doch ist es ihnen gelungen, etwas gegen einen Asteroiden wie Bennu zu unternehmen? 19. April 2021. Das PAN-STARRS-Projekt, das von der Universität von Hawaii für das Planetary Defense Program der NASA betrieben wird, entdeckt ein sogenanntes NEO, ein Near-Earth Object, einer der zahlreichen erdnahen Objekte, die möglicherweise der Erde zu nahe kommen könnten. Es befindet sich derzeit in schätzungsweise 57 Millionen Kilometer Entfernung zur Erde. Das Objekt bekommt die Bezeichnung 2021 PTC. Nach gründlichen Bahnberechnungen ergibt sich eine Chance von 5%, dass er die Erde am oder um den 20. Oktober 2021 herum treffen könnte, also nur 6 Monate nach seiner Entdeckung.
eine sehr geringe Zeitspanne, um mögliche Gegenmaßnahmen in Gang zu bringen. Noch wissen sie nicht, wie gefährlich er der Erde sein wird. 2. Mai 2021. Zwei Wochen nach der Entdeckung von 2021 PDC. Die Astronomen haben neue Umlaufbahnberechnungen unternommen, um die Einschlagswahrscheinlichkeit auf die Erde zu verfeinern. Neu aufbereitete Archivbilddaten, die von der Pan-STARRS Asteroidenvermessung im Jahr 2014 gesammelt wurden, zeigen, dass 2021 PDC bereits schon 7 Jahre vor seiner Entdeckung zu sehen war, versteckt zwischen den Lichtern der Sterne. Mithilfe dieser Daten konnten sie seine Umlaufbahn genauer erfassen. Die schlimmste Befürchtung ist zur Realität geworden. 2021 PDC wird mit 100%iger Gewissheit die Erde am 20. Oktober 2021 treffen. Der errechnete Einschlagsort wird entweder Europa oder Nordafrika sein. Näher eingrenzen können es die Wissenschaftler zurzeit nicht. Zu weit ist er noch entfernt. Auch die Größe des Asteroiden ist für die Astronomen noch nicht genau zu berechnen. Und damit auch nicht, wie verheerend er sein wird, wenn er in wenigen Monaten auf die Erde trifft. Expertenteams erörtern derweil, wie der Einschlag von 2021 PDC auf der Erde noch verhindert werden kann. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, eine Raumsonde zu dem Asteroiden zu schicken, die mit ihrer Anziehungskraft eine zwar kleine, aber dennoch signifikante Änderung seiner Flugbahn zur Folge hätte, so dass er knapp an der Erde vorbeifliegt. Doch alle Experten sind sich einig. Die kurze Zeitspanne von 6 Monaten bis zum Einschlag ließe nicht zu, was beim derzeitigen Stand der Technik möglich wäre. 30. Juni 2021. Weniger als 4 Monate bis zum Einschlag. Mit den größten und leistungsstärksten Teleskopen der Welt haben Astronomen rund um den Globus 2021 PDC jede Nacht verfolgt. Sie wollen die genaue Bahn des Asteroiden ermitteln und damit auch den genauen Einschlagsort. Das Ergebnis dieser Berechnungen ist ein Schock für die mittel- und osteuropäische Bevölkerung. Betroffen sind Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowenien und Kroatien. Doch die genaue Größe von 2021 PDC ist immer noch ungewiss. Infrarotmessungen können nur eine grobe Schätzung aufstellen. Er ist maximal 500 Meter und minimal 35 Meter im Durchmesser groß. Neue Berechnungen zur Größe werden stündlich durchgeführt. Währenddessen nutzt man die bisherigen Daten zur Risiko- und Schadensabschätzung, um Notfall- und Evakuierungspläne für die betroffenen Regionen zu erstellen. 14. Oktober 2021. Es sind nur noch 6 Tage bis zum Einschlag von 2021 PDC. Er befindet sich derzeit nur noch 6,3 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Nahe genug, um mit den irdischen Radarsystemen seine Größe und die physikalischen Eigenschaften des Asteroiden deutlich genauer darzustellen. Dabei wird festgestellt, dass der Asteroid zwar kleiner ist als bisher angenommen, aber dennoch verheerenden Schaden anrichten wird. Diese Simulation eines vergleichbaren Objekts war nicht von Erfolg gekrönt. Das Ergebnis waren Millionen von Opfern, die diesen Einschlag nicht überlebten. Zur heutigen Zeit können wir also noch nichts gegen ein solch bedrohliches Objekt wie Bennu tun. Doch diese Simulation war nur ein Vorläufer für ein viel größeres Projekt, dem Double Asteroid Redirection Test. In diesem geht es nämlich, inwiefern eine Sonde einen Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde ablenken könnte, so dass er sie nicht mehr trifft und wir nicht mehr hilflos daneben stehen müssen. Hoffen wir also, dass Bennu uns noch ein wenig Zeit lässt, um uns vorzubereiten. Also Augen auf und bis zum nächsten Mal.